Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Walkthrough von Pillars of Eternity 2. Heute geht es weiter mit der Quest Lost Use in Good Faith. Bevor ich jedoch damit starte, sollen erstmal meine Charaktere auf das nächste Level, auf Level 7 gehoben werden. Und das ist jetzt auch eine neue Machtstufe. Und da kriegt man ja immer zwei und der nimmt sich hier auf jeden Fall mal Penetrating Strike. Das ist ein Full Attack, der zusätzliche Penetration vergibt. Und als zweiten Skill, als Rogue Skill, Confounding Blind. Auch ein Full Attack, der den Gegner blindet. So, Remora, unser Brawler, bekommt ebenfalls Penetrating Strike für seine Kriegerfähigkeit und für seine Mönchfähigkeit Lightning Reflexes, also verbesserte Swift Strikes, plus 15% zusätzlich als Schock Damage ausgeteilt, also verteilt mehr Schaden. Dann kommen wir zu Seraphen. Unsere Witch bekommt erstmal als passive Fähigkeit hinzu, als beim Barbaren One Stands Alone. Also 20% mehr Melee Damage. Klarer Boost. Und als Cypher Fähigkeit Secret Horrors. Kann damit in einem AOE Gegner frighten und sicken. Also schön Attribute abziehen. Und die Schwächen. Die Buffen. Dann kommt Alof. Der hat sein Power Level Up ja schon. Na, spannend, der kriegt auch ein neues, tatsächlich. Der nimmt auf jeden Fall mal Iron Skin. Das ist plus 5 Armor Rating. Und als zweite Fähigkeit nehme ich hier noch Secrets of Rime, also das heißt Wasser und Eisschaden wird verstärkt, aber das ist jetzt eher für später schon mal. Gut, und als letztes kommt natürlich noch unser Jyoti. Und auch die nimmt was Neues, in dem Fall jetzt hier Dire Blessing. Das ist die Verbesserung vom normalen Blessing. Ich werde auch irgendwann einmal demnächst umskillen und dann bei Jyoti ja das normale Blessing wegnehmen, weil das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Und als Fähigkeit vom Mönch natürlich, genau wie Remora, die Lightning Strikes. Gut, das Skillen wäre durch und jetzt geht's zur Quest. Und die ist auch hier gleich in der Nähe, nämlich hier in der Ecke bei Khan in der Wildmare. Have you seen an old elf hanging around here lately? Dressed as funny, probably drunker than an eel in a barrel of mead. Andra's crushing void, I thought as much. Ugh. Listen, the guy I'm looking for owes me a lot of money. 5,000 coppers. You help me find him, and I'll give you 20%. Fine, fine, Andra's great sagging tits, fine. You can have 40% and rights to whatever baubles Oswald has on him. The drunk old goat I was pestering you about. Oswald. Like the credulous fool I am, I gave him a loan and he ran off before paying me back. Haggling for the fun of it, not keeping you busy enough? The man I'm looking for, Oswald, was especially fond of one of the courtesans upstairs, Annalis. Maybe you can get more out of her than I can. She refuses to speak to me, the snippy little cur- Come find me after you've talked to her. I'll be here. With my beer.
Gut, Khan sucht Oswald, der schuldet ihr noch einen Haufen Geld. Und als Tipp hat sie uns gegeben, dass wir doch mal im ersten Stock nachschauen und mit Annelies reden, da recht eng mit der war. Und Annelies findet man entweder hier draußen, da tanzt sie dann, oder in ihrem Raum. Komm, lay your head on my breast. I will read to you the work of my favorite poet, Skilber. I'm sure I don't know who you're talking about. Now please leave. Oswald has visited oft of late. He's a sentimental old man, and he longs for the words of our homeland, Adir. I would often read the old epics to him in their original Eld Adiran. He's grown paranoid recently, however, always muttering about the shadows following him and other such nonsense. It was quite unnerving, frankly. He came to me in a panic a few days ago and shoved his journal into my hands. He told me he'd be back for it, but I've not seen hide nor hair of him since. I wonder, perhaps his journal would help you find him. Here, take this key. You'll find the journal in my armoire. Gut, sie gibt uns dann einen Schlüssel. Da finden wir in ihrem Schrank das Journal von Oswald und ja, das gibt uns halt ein paar Hinweise, was so sein könnte. Er fühlt sich verfolgt, Oswald, was sich danach bestätigen wird. Und wir gehen jetzt nochmal zu Khan runter und geben ihr diese Info. Have you got any leads on that mad old goat yet? Oh, Oswald, you really stepped in it now, haven't you? Getting mixed up with Woodikins? You damned old fool. Where could they have taken him? Not really. To be honest, I spent most of the trip out from Defiance Bay bent over the bulwark giving Andra a taste of my innards. I hate boats. Damn, if only I could find that captain who gave us passage to the Deadfire. Bet he'd know. Wait a tick. When our ship neared Nekataka, the bosun told me about a weird temple on an island in the Karatapu Channel, southwest of the city. She wouldn't tell me what it was for, though. Got real spooked when I asked. Go take a look, then, and let me know what you find. With any luck, you'll catch the old goat there in one piece, and we'll both leave here with some weight in our purse. Ja, Khan hat dann ein bisschen überlegt, wo er vielleicht sein könnte, und kam da drauf, dass sie bei der Herfahrt einen Tempel, also mit der Herfahrt, wo auch Oswald dabei war, einen Tempel entdeckt haben und dass er vielleicht da sein könnte. Und dieser Tempel ist auch gleich in der Nähe von Nekataka. Das ist eine Insel, die ist südwestlich von Nekataka. Da ist das Aufbein des Sanctum drauf und sonst auch nicht viel. Und das ist genau unser Zielpunkt. Das ist also quasi ein kleines Dungeon. Das hat sogar einiges an Levels. Und es ist auch so, dass ich dieses Video ein bisschen schneiden musste, weil es sonst viel zu lang gewesen wäre. Und zwei Kämpfe deswegen rausgeschnitten habe aus dem Video. Zwei eher unwichtige Kämpfe. Also jetzt hier beim Einstieg, da gibt es jetzt erstmal nicht wirklich viel. I hear you. Sometimes Aethys likes to keep the candles burning in his church when no one's around. Hier,
That ain't Aethys. Hier in dem ersten Stockwerk, da gibt es eigentlich nur was zu looten und dann geht's auch schon tiefer rein. Oder runter. Okay, second floor. Also ging's. Okay, aber es ging runter. Also. Okay, also in dem zweiten. In der zweiten Ebene ist jetzt auch noch nicht wahnsinnig viel. Da kann man hier nur das Tor öffnen, um dann in die nächste Ebene runterzugehen. Und in der Mitte ist ein Raum. Ja. Yeah. Aha. In dem Raum befindet sich erstmal ein Geist. Und wenn man mit dem spricht. Nice, they got a hole. Und den am Schluss dann durch Jyoti konsumieren lässt. If you've seen what you need, kommt man in den Kampf. Da erscheinen ein Haufen Shadows. Und wie oft ist es nicht schlecht, wenn man Gegner zum engen Durchgang lockt. Und genau, das mache ich hier auch. Der Rest bleibt, wie man vielleicht erkennen kann, im Raum stehen. Und wir können uns dann außen um einzelne Geister kümmern. Genau diese Taktik werde ich jetzt fahren, immer wieder mit Edea nach vorne gehen, versuchen Gegner zu pullen, aber mir gelingt es dann tatsächlich auch nur leidlich, wie ihr vielleicht sehen werdet, also ich brauche da manchmal mehrere Anläufe, damit überhaupt eins mitkommt. Jetzt hier auch wieder, aber wieder nicht gelungen, nochmal. So, jetzt aber. Jetzt haben wir drei angelockt. Was immer noch besser ist wie 8 auf einen Schlag, wenn man im Raum stehen bleibt. 8 war jetzt mir so geraten. Wie man auch sieht, ist es nicht wahnsinnig schwierig, der Kampf. Meine Gegner stecken kaum Schaden ein. Meine Charaktere. So, da sind wir auch schon durch. So, die nächsten anlocken. Ja, da kommt schon einer. Passt. Und da ist er auch schon down. Und da kommt der nächste. Aber wenn man die natürlich immer so einzeln picken kann, dann ist das nicht wahnsinnig schwierig. Zieht nur den Kampf in die Länge. Okay, aber immer noch 4 Stück, so wie es ausschaut. Da waren es dann doch mehr wie 8. So, aber jetzt kommen dann alle drei auf einmal und dann ist dieser Kampf endlich abgeschlossen. Gut, hier gibt es dann noch ein bisschen was zu looten.
I've got it. Und dann geht's auch schon in die dritte Ebene. Hier erfahren wir, dass der Chef hier Inquisitor Lödwin oder so ähnlich heißt. Genau, Lödwin. Der Endboss hier drin. Ja, dann hier war es ein bisschen so, ich bin in den Raum gestürmt. Das war halt keine so gute Idee, weil ich gleich unendlich viele Cave Beetles und Würmer auf mich zukamen. Aber immerhin kommt man hier an der Tür eigentlich blockieren, was dann auch wieder heißt, dass nur die Fernkämpfer angreifen können und alle anderen stellen sich erstmal in der Reihe an. Und die Cave Beetles oder die People Grubs, die sind nicht besonders schwierig, wie man sieht. Die gehen oft mit 1-2 Hits down. Ja, wäre geklappt, dass das schon alle waren. Da sind natürlich noch einige drin. Und für Schottisch schaut es momentan gar nicht gut aus. Vor allem, weil sie von allen, die rechts gekommen sind, wird momentan extrem getargetet wird. Das heißt, sie hat ungefähr 4 Gegner momentan auf sich. Aber jetzt haben wir die Lage langsam im Griff. Aber immer mehr Gegner tauchen auf. Jetzt kommen da oben von oben nochmal 4. Und Jotty aus irgendeinem Grund hat sie natürlich genau die 4 geschnappt. Was ganz schlecht ist, werden die anderen 4 alle da drüben kämpfen. Jetzt kommen die anderen vor der Rescue. Reicht's noch? Ja, es reicht noch. I shall. Leider liegt alles so ein bisschen im Dunkeln, weil ich vergessen habe, eine Fackel zu equippen. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr gesehen. Ja, dann findet man hier noch einen neuen Companion oder ein neues Pet. Genau, Peter. Und jetzt hier an der Stelle habe ich dann geschnitten. Da wäre rechts hinten, genau, in diesem Raum, in dem man rechts oben sieht, Flooded Room, jetzt noch einen Kampf gegen so Spawnlings gegeben und den habe ich aber rausgeschnitten. Der dauert auch verdammt lang, ist aber nicht besonders schwierig. Man kann auch hier die ganzen kleinen Spawnlings, die es gibt, aus dem Raum locken und am Schluss bleiben dann noch so 4 stationäre große Mutter-Spawnlings übrig und die muss man dann in dem Raum bekämpfen. Der Teil war das Harte eigentlich, die kleinen Spawnlings rauszulocken und dann Platz zu machen. Das war ziemlich einfach. Gut, jetzt kommen wir auch schon in die finale Ebene. Und don't see why not.
vom Aufbinder Sanctum. Einerseits öffnen wir hier eine Tür, das ist dann auch der Weg, der dann zum Endboss führt. Und linksrum können wir dann auch noch zwei Kämpfe machen. Hier ist so ein Raum mit einem Haufen Öl, wie man sieht. Und irgendwann, ich habe noch nicht rausgefunden, wann man das triggert, greift man dann plötzlich so, so Ölspawns an. Und ein Troll. Die Ölblobs sind eigentlich total einfach zu legen, aus meiner Sicht. Die gehen recht schnell down. Der Troll war das einzige etwas schwierigere, aber einfach nur, weil er auch so viel Leben hat. Aber auch hier wieder mal unten gesehen, wie Remora jetzt gerade so einen kleinen Ölblob mit einem Hit gelegt hat. Der Troll ist auch schon down und somit. Die teilen sich dann immer die Blobs, also aus so einem großen werden dann zwei kleine. Wie gesagt, die kleinen gehen normalerweise mit einem Hit. So, dann gibt's von dem Raum nördlich gibt's einen Raum mit Echsenmenschen. Und zwar mit verdammt vielen Echsenmenschen. Und hier mache ich auch so, dass ich die durch Edea pulle. Also hier ist so eine Art Wächter, der dann merkt, dass wir da sind. Und dann wegläuft. Und dann pullen wir die, was jetzt auch geschehen ist. Und die kommen auch alle auf einen Schlag, glaube ich. Und deswegen brauchen wir auch wieder so einen engen Durchgang. Sodass uns nicht alles angreift. Auf einen Schlag. Und uns umrunden kann. Sodass wir eine Linie bilden können. Mit unseren Frontkämpfern. Wobei jetzt das hier nur so ein bisschen leidlich gelungen ist, wie man sieht. Weil die Links eigentlich durchschlüpfen können. Und wieder tankt irgendwie Jyoti die ganze Geschichte hier, anstatt dass Edea das tankt. Die muss ich aber auch immer einmischen. Und da packe ich sie jetzt in so eine Bubble. Da kann sie dann nicht mehr angegriffen werden, steht aber schön im Weg rum und regeneriert Leben. Über Zeit macht jedoch auch die ganze Zeit quasi nichts. Das heißt, die anderen vier müssen sich jetzt hier um die Scourge kümmern. Dann ist Edea zumindest hier den Weg einigermaßen zugemacht. Jyoti ist immer noch im Bubble und kann deswegen nicht heilen. Und dass der Raffen so ungünstig steht, gehe ich davon aus, dass es ihm jetzt hier das Leben dann gleich kostet. Aber er schafft es hier noch einen zu legen vorher. Oh!
So, jetzt ist Shoti wieder zurück. Komplett geheilt. Aber der Heal kam leider zu spät. Der Waffen ist down. Aber jetzt auch nicht mehr schlimm. Es sind nur noch zwei Gegner. Okay, und auch nur noch die außerhalb. Nur noch ein Gegner und da haben wir sie auch. Down they go. Ein Haufen zu looten, das kann man alles schön verkaufen nachher. Gibt gut Geld. Eigentlich ist jetzt schon so, dass ich nicht wirklich Geldsorgen habe. Und tatsächlich habe ich dann festgestellt, ein Xaure Priest oder zwei Xaure Priests und ein Wurm sind dann doch im Raum geblieben. Aber drei Leute, das also ist dann normalerweise kein Problem hier. Und sind auch jetzt innerhalb von Sekunden down gegangen. Gibt natürlich hier einiges zu looten, aber jetzt nichts, was wirklich die Story weiterbringt. Um die Story jetzt weiterzubringen, wird es jetzt dann diesen Weg, den ich vorher schon mal freigelegt habe, weitergehen. Im Endeffekt führt er in zwei Räume. In einen Raum, in dem sind so Rotgasts, also genau, und die sind aber recht langweilig. Der Kampf ist auch total einfach und den habe ich rausgeschnitten, weil er einfach zeitlich lang dauert. Das Wichtige ist jetzt hier natürlich der Kampf gegen Inspektor Lödwin. Und den habe ich tatsächlich ein paar Mal machen müssen, den habe ich nicht auf Anhieb hingekriegt, weil er recht hart ist. Deswegen habe ich jetzt meine ganze Gruppe eigentlich unten. Kneel, Oswald, and be tried for your crimes. Wait! I can pay you. I can make you all rich. Just let me go. Your bribes fall on deaf ears. Would you say this is gonna be a trial by fire? Gruppe unten stehen lassen an einem engen Durchgang, um dann die ganze Gruppe darunter zu locken. You intrude on the deliberations of the Court of Wurica, outsider. Choose your next actions carefully. Lest the queen that was turn her gaze to you as well. Oh, thank the gods, please! Get me out of here! They're mad! They're all mad! They mean to put me on trial for oath-breaking of all things. They say I betrayed the Edelan Empire, but I haven't been back there in over 100 years. Be silent, or I will make you so. State your purpose now, or die with him. Such a debt is but further evidence against the accused. Thank you for your testimony. Trespassing upon these sacred hearings is an offense punishable by death. Of this crime, you are guilty. You shall meet your end here, in the holy court of Wurica, as will he. I pray your soul learns from your mistakes on its next turn about the wheel. Gut, und die Wodekens, die greifen mich jetzt an und ich locke einfach mit Shoti alle nach unten. In diesen Hinterhalt, den ich da jetzt gelegt habe. Ich habe Seraphen auf Waffen umgestellt, weil in dem Hinterhalt einfach nur zwei wirklich kämpfen können. Ich habe alle auf Verteidigung gestellt, die vorne stehen, also Remora und Eder. Shoti wird dahinter stehen und ist erstmal nur da, für Buffen und für Heilen. Und was ganz wichtig ist, ist natürlich Eder, der hier von hinten dann viel Schaden auf alle macht, die im Hintergrund stehen. So, jetzt machen wir hier den Durchgang eigentlich zu und mehr wie ein oder maximal zwei Gegner vorne können also quasi nichts machen und ich knall hier jetzt Feuerbälle rein. Dafür habe ich Eder ein neues Grimoire gegeben. Ich hatte insgesamt schon 4 Grimoires gefunden und habe jetzt mal ausgesucht, was ein bisschen mehr Schaden macht als das Grimoire, das er dabei hat. Und die Feuerbälle waren da eigentlich sehr, sehr effektiv in dem Kampf. Wobei man sieht, irgendwie haben sie sich wieder hochgeheilt da hinten. Ich hau wieder Schaden rein. Einer ist near death. Mehrere hurt.
Und vorne sind eigentlich nur noch drei oder vier Nahkämpfer, die jetzt durch EDR und durch Remora bearbeitet werden. Und natürlich durch Seraphen mit seinen Waffen. Ja, Alof nochmal und nochmal schön Feuerball oben reinknallen. Leider gehen die Hintern alle auf Jotti, weil sie da getargetet wurden oder gepult wurden durch sie. Ich glaube, in der Zwischenzeit ist sogar schon Inspektor Ludwin down. Oder der Boss. Es gibt also nur noch einen Nahkämpfer und hinten noch vier Fernkämpfer, um die wir uns kümmern müssen. Leider ist Edair down. So gut wie down. Aber Jotti konnte ihn hier nochmal retten. Jetzt haben wir nur noch die vier Fernkämpfer, die teilweise auch schon schwer verletzt sind. Ja, im Endeffekt erwischt es aber EDR doch noch, aber er steht nochmal auf mit seiner Second Chance Rüstung. Und jetzt ist aber nicht mehr schwierig, noch drei Gegner, eine ist schon near death, den wird es mit dem nächsten Hit treffen. Und ich schicke dann Seraphim auch noch in den Nahkampf. Und dann war es auch mit diesem Kampf. Also wie gesagt, wenn man den oben in der Halle angeht, puh, also da habe ich Schwierigkeiten damit gehabt. Die umrunden einen, jeder kann auf Schaden machen und mit dieser Strategie zumindest, auch wenn es ein bisschen cheesy ist, habe ich dann den Kampf gut überstehen können. Ja, jetzt kann man natürlich oben in dem Raum noch einiges looten und mit Oswald sprechen. Had to dredge up my cruel rival. You should know. Soul liches when mention being made of her. What a nasty hex! I owe you a debt too large to repay, stranger. How did you ever find me all the way out here? Did Inalis send you? That tenacious little wretch. I owe her my thanks. And a drink. Several drinks. And a fair bit of money, too. Those steel-garrot zealots have been after me for decades. Good riddance. Yes, indeed. Yes. Unfortunate business mishap. You know how it is, I'm sure. Lesson to be learned here. The copper stolen be safer than a copper borrowed. Well, not nothing. You did save my life after all. Perhaps I could make it up to you. You have a ship, yes? Of course you do. How else would you have gotten to this benighted island? Let me join your crew. Thank you, my friend. I owe you a debt twice over. Gut, jetzt hat sich Oswald an uns angeschlossen als Crewmember. Und jetzt geht's dann da gleich links, sieht man die Tür, kommt man wieder raus. Und wir müssen die Quest dann eigentlich nur noch bei Khan abgeben.
Und da bin ich auch schon bei Khan und gebe ihr die Quest ab und sage, dass leider nichts zu holen gab bei Oswald. Don't you have a temple to find? And where is he? Did you get my money? That twisty old pig licker. I should have known. Gods, but I'm dead tired of this wretched archipelago. So, if you don't mind, I'll be taking my leave. May Wall's Legion of Creepy Eyes watch your back. Die Quest ist also abgeschlossen. War diesmal ein bisschen längeres Video, weil dieses Sanktum einfach extrem viele Kämpfe hatte. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Bis dahin, ciao.